Heute gibt es gleich drei Säfte für euch, nämlich drei Säfte für den Herbst. Einmal Orange Kaki, einmal Orange Granatapfel und einmal Apfel und Birne. Und damit herzlich willkommen bei Choosy Drinks. Die Granatäpfelkerne habe ich schon mal vorbereitet. Das ist so ein mittlerer Granatapfel gewesen. Das sind ungefähr 184 Gramm und die werden wir jetzt natürlich auch zuerst einmal entsaften. Die Orangen habe ich noch nicht vorbereitet, aber da braucht ihr ungefähr diese Größe an Orangen. Die werde ich noch schälen, einmal zerteilen und dann wird beides entsaftet. So, let's go! So, das sind jetzt ungefähr 140 Milliliter. Das passt doch perfekt. Das fülle ich gleich mal um, damit es nicht zu schnell oxidiert. Deckel drauf. Und ab dafür. Als erstes müssen wir natürlich die Birnen und die Äpfel jetzt auch wieder vorbereiten. Das mache ich jetzt mal schnell, schneide sie in kleine Stücke und dann können wir es auch direkt wieder slow juicen. So, here we go. So, das sind 220 Milliliter. Perfekt. Und jetzt kommen die Äpfel dran. Jetzt machen wir noch schnell den Apfelsaft. Dazu bereite ich jetzt wieder die Äpfel vor. Und dann können wir auch schon beide Säfte wieder miteinander mischen. Das muss man relativ schnell machen, da die Äpfel relativ schnell oxidieren. Also, let's go! Ja gut, schwer abzulesen, die genaue Milliliteranzahl, weil es ziemlich viel Schaum hat. Ich stelle es jetzt erstmal in den Kühlschrank und dann können wir es dann jetzt auch gleich zusammenmischen. Die Kaki und die Orange habe ich jetzt schon mal vorbereitet, da das ein klein wenig Arbeit ist, das vorzubereiten. Wie ihr seht, es ist ziemlich viel geworden, aber es sind nur drei Kaki, drei Orangen und jetzt entsaften wir das Ganze. So, let's go! Ich habe das Ganze jetzt ein zweites Mal durchlaufen lassen, damit es ein wenig cremiger wird und somit auch ein bisschen mehr an Saft bzw. an Creme sozusagen. Und jetzt machen wir noch die Orange. Das sind jetzt also unsere drei herbstlichen Säfte. Einmal Granatapfel, Orange, Orange und Kaki und Apfel und Birne. Wie eine Ampel, Rot, Gelb und Grün, könnte nicht besser sein. Ich werde sie gleich mal auch dann probieren, aber ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr Vorschläge habt oder andere Dinge, Anmerkungen und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare. Abonnieren natürlich nicht vergessen und wie immer, stay fresh und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.